mit einem Haken zum Körper. Sehr schöne rechte Hand von Marco Hupp. Für den Ringrichter Marlon Wright aus Kanada in diesem Gefecht. Das zeichnet sich schon ab. Denn Hook will es zwingen und hat schwer getroffen eben. Schwerer Treffer gegen Kanada. Ruhig beim Aufkast mit Eddie. Immer Führung sein. Wieder zum Körper gehen nochmal. Zum Körper gehen. Mit links Vorbereitung erneut gerade getroffen, aber der Aufwärtshaken von Cunningham war auch drin. Daniel, muss ich mal. Und hau doch so, hau doch nicht so im Kopf, der Hause. Klare Treffer aus dieser zweiten Runde, aber auch der Aufwärtshaken. Okay. Noch sind es 10 Runden hier. Versuchen mit dem Aufwärtshaken aus dieser Enge heraus eindrucksvoll zu treffen, aber das ist natürlich. Harte Hände mit rechts, mit links. Das ist das Mal. Hey, you got it. Don't give him that last 30 seconds. I'll tie him up. Yes, right. Tie him up. Die Hinweise von Anthony Chase, mit dem er jetzt wieder zusammenarbeitet, hatte er vorher mit Richie Jack. Siege. Noch als Berufsboxer. Er kennt nur das Gefühl des Siegs. Mit dem Jab getroffen. Und mit rechts abschließen wird. Wieder einer dieser Zwischensports. Aber er ging vorbei. Aber dafür ist er jetzt erfolgreich. Mit diesem harten linken Haken hier in der weißen, der neutralen Ecke. Da muss die Führung, da muss mehr kommen. Du kannst nicht mehr. Mehr. Die Erwartungshaltung. Die ausverkaufte. Und Cunningham gegen den Weltmeister den Titel erobern und ihn jetzt hier vor dem erwartungsvollen Publikum in Bielefeld. Hey. In the name of Jesus. In the house. Was für eine krachende Rechte von Cunningham, der bei der letzten Pressekonferenz gesagt hat, ich bin zu 2000. Diesmal. Klasse. Super harte rechte Hand und Wirkung natürlich bei Cunningham provoziert. Weiß um seine Führung und trifft. Mit diesem rechten Kopfhaken, schöne Serie jetzt von Cunningham, jetzt sofort danach. Immer auf der anderen Seite von Marco Hook steht, diese Wunde nicht gesehen am Ohr, aber Hook trifft jetzt wieder. Und trifft dann auch mit rechts oder links. Zwei Hände von Cunningham, dann die Antwort von Marco. Jetzt entschieden, hier in dieser Nacht in Bielefeld, aber wiederum klasse gemacht, kurz und trocken. Und die Antwort von Hook zwischendurch und für die Punktzettel wichtig. Sammelt Cunningham wie mit dieser rechten, mit der er offenbar auch die Wunde am Ohr von Marco Hook dann hat aufbrechen lassen. Treffer aus der achten Runde. Trocken abgekontert. Er war ja extra mit Marco Hook über die Feiertage am Ohr, wieder ein bisschen aufgebrochen ist. Watch it, watch it. Wurst steht, kann er natürlich auch kaum spektakuläre Haken schlagen. Cunningham dagegen war hier wieder mit einem Aufwärts. Aber noch hat Marco Hook den Knockout in den Vollen. Würden uns schon reichen. Cunningham trifft erneut.
Und Cunningham nach wie vor routiniert, abgeklärt, immer wieder. Und Marco Huck stürmt im Moment nicht bedingungslos nach vorne. Im Gegenteil, er ist sogar ein bisschen in Not in dieser Situation. Nur 15 Kämpfe als Amateur, eine lange Zeit dagegen für Cunningham, der ja selbst in der Olympia-Ausschau harten, trefferreichen Anfangsphase folgten natürlich Runden, die ja schwach waren. Und Huck ist jetzt sogar noch in Nöten, hier K.O. zu gehen unter Umständen. Er ist angeklingelt, er ist getroffen worden, muss jetzt selbst halten, um hier überhaupt über die Runden zu kommen. Steht vielleicht nicht nur vor der ersten Niederlage, sondern vor dem ersten K.O. seiner jungen Karriere. Er ist verteidigungsunfähig und jetzt ist Wright dazwischen. Es ist die erste Niederlage in Sachen Boxen. Cunningham heute die besseren Argumente. Eine Serie von Händen von Cunningham. Und hier zu sehen, Marco Huck, schon verteidigungsunfähig und richtig natürlich von Uli Wegner. Steve USS Cunningham.